herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Und zwar Hardspace Shipbreaker mit mir, dem Gabriel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz, ob das jetzt ein Let's Play wird. Und wenn ja, wie viele Folgen es geben wird. Wir schauen einfach mal zusammen rein. Ich habe auch schon, wie man sieht, ein wenig angefangen gehabt. Also ich habe einfach mir mal das Tutorial geschnappt. Das wollte ich mal alleine machen. Ist immer ein bisschen langweilig beim Zuschauen. Und dementsprechend... Na, wo ist denn jetzt meine Maus? Da ist sie. Würde ich sagen, geht es mal weiter. So, Karriere natürlich. Access to better upgrades and perks for your tools, gear, and equipment, as well as access to more valuable ships back in your hab. Speaking of which, let's mosey on over to your personal habitation unit right now, because that's what you do when you finish your shift. You didn't think Lynx made you sleep out here in the yard, did you? Weaver out. Okay, scheinbar hat das Tutorial noch nicht ganz verstanden, dass ich fertig bin. Machen wir aber schnell. Ist ja kein Thema. So, unten sieht man meine aktuellen Schulden. Boah, ne? Das sind ja ein paar viele Zahlen vor dem Komma 00. Das wird schon passen, glaube ich. So, beenden wir mal die Schicht. Top of the morning to you, Cutter. As you know by now, this is your hat. I know it feels a bit flat right now, but I hear Lynx is looking into fixing it up real nice for you sometime in the near future. Anyway, says here you're gonna need an upgrade to complete your next certification rank. You're gonna like this one, Cutter. Let's check it out now, shall we? So, naja, wir sollen jetzt hier mal den Cutter upgraden. Ist auch dringend nötig. Ja, machen wir das auch mal. Now let's get back to the yard so you can try this sucker out. So, okay. Okay, before we hop back in the yard, I want to show you the ship catalog. Here is where you find a selection of ships Lynx is deemed ready for salvage. As I said before, earning certifications will open up higher grade ships. But we gotta learn to walk before we run, Cutter, so let's get back to finishing your plate on that Lynx training vessel. Weaver out. Okay. All right, Cutter, another shift, another credit. Today's goal is to complete your certification rank 2. And in order to do that, we're gonna have to light up that new split saw mode you've just upgraded in the hab. Go ahead and equip it now. Rüste den Splitter aus. Damit ist wahrscheinlich das da gemeint. Und so. Ich würde rotieren. Ah, okay. Dann kriegt ihr jetzt doch noch was vom Tutorial mit. Ich dachte, ich wäre durch gewesen. Ja, ja. Waste not, want not, right, Cutter? Go get 'em, Tiger. Weaver out. So. Das Spiel ist ein wenig ruhiger und man muss sich ein bisschen konzentrieren. Mal gucken, ob das so funktioniert. So. Einmal hier. Und dann sinken wir einmal ab. Müssen heran. Ups. Gucken wir mal. Oh, der Winkel wird schon passen, nicht wahr? So. Dann nehmen wir den Grepper. Können wir das schon ziehen? Nein, das scheint noch
fest zu sein. Na, 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 na. So. Ha. Weg ist das Teil. Hm, ups. Bremsen, ziehen, weg damit. Baboom. Ha. So. Jetzt will das aber immer noch nicht raus. Ah, da sind auch noch Verbindungsstreben. Da war ja noch eine. Hätte ich jetzt fast übersehen. Frech. So, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch noch. Ich weiß ja nicht, was es mal war. Wahrscheinlich, also wie sie ja schon sagt, eine Trainingsdrohne, um das Ganze zu machen. Aber gut gesichert, das Innere. Gut gesichert. Und weg damit. Und auch hier weg damit. Ach, ist schon ein anstrengender Tag. Also magst du jetzt rauskommen? Muss ich dich vielleicht schubsen? Okay. Scheinbar. Gleiche. So. Dann rotieren wir den Winkel. Und weiter geht's. So. Ups. Jetzt müsste es aber doch langsam mal. Irgendwo muss ich ja was falsch machen gerade. So. Bergung, gepolsterte Kiste. Okay. Bergung ist gut. Aluminium. Von mir aus. Nanocarbon. Müssen wir das vielleicht noch wegmachen, oder? Hm. Wir versuchen mal was. Ich höre euch da draußen schon schreien. Mit Gabriel, was machst du da? Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. So, weiter. So, ups. Nein, 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 stopp. Jetzt einmal in Ruhe runter und stopp. So. Ansonsten machen wir mal was ganz Verrücktes. Schade, 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 schade.
dann machen wir es doch mal auf die Tour. Ach, das geht. So, kommt das dann jetzt dann nach unten oder geht das in den Schmelzofen? Hey, 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 hey. Hey, 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 hier bleiben. So. So. Wenn es da nicht hingeht, wissen wir es gleich. Okay, da geht's nicht hin. Dann versuchen wir es mal im Schmelzofen. Nein, da soll es eigentlich nicht hin. Ups, ne? Es ist gar nicht so einfach, wie sich das jetzt vielleicht auszumalen ist. Oh, ich bin einfach schlecht. Das. So. Ups. Hey, ich will das haben. Wieso, wie sieht er das denn nicht an? So, mal gucken, was passiert, wenn ich die Schmerzen von ein bisschen näher komme. Deposit accepted. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, das bricht hier gerade auseinander. Hm. Da ist man mal einmal mit anderen Dingen beschäftigt und schon bricht hier alles auseinander. Okay. Das bedeutet, wir packen hier wieder den Cut aus. Machen dann jetzt hier ein Auf. Runter, runter, stopp. Weiter ran. Stopp. Runter. Stopp. Okay. Dann machen wir das anders. Vielleicht einfach. Ich will es ja cutten, ich will es ja nicht. Ich will jetzt ja nicht komplett kaputt machen. Das ist nicht mein Ziel. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, er hat es. Ich glaube, er hat es. Mensch. Upsala. Nein, 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 nein. Ganz in Ruhe, ganz chill mal. Ganz in Ruhe. Mein Geld geht da flöten. Nein. So, nochmal. Ich wollte eigentlich nur die Beutel da drin haben. Aber scheinbar kriege ich die nicht einfach so. Gut, dann halt auf die harte Tour. Wenn ich die harte Tour hasse, wenn ich nicht weiß, was ich tue. So, ups. Ups. Na, 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 na. So, und bitte dir. Du machst da jetzt schön Bam und dann gehst du da rein. Komm schon, komm schon. Na bitte. Raw material processed. Credits deposited. Wo ist meine Box? Da ist meine Box. Nein. Was? Moment. Da. Nein, 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 nein. Was wird das schon wieder hier? Ich fühle mich gemobbt. Von einem Stück Stahl. Kann ich da vielleicht einfach reinfliegen? Das Werbungsgut. So. Was will ich? E drücke.
nichts. F? So. Du bist Bergungsgut. Du wirst auch garantiert hier unten ganz. Ha! Mocher. So. Dann wieder zum Tresor. Langsam annähern. Ups. So. Dann das zweite Löffel. So, aber da sind drei drin, also will ich halt auch das dritte haben. Vielleicht gibt es hier einen Bonus. Vielleicht auch nicht, aber das werde ich dann herausfinden. So, weiter runter. Und tschüss. So. Sehr schön. Jetzt wieder den Cutter. Dann machen wir das hier jetzt mal ein bisschen gröber. So. Eins. Nummer zwei. Und dann bist du meins. Hopp. Ja, komm. Ja, komm. Oh, oh. Ein bisschen zu tief. Komm, 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 komm. Ah, ich hasse Massenträgheit. So, liebe Masse, sei jetzt träge. Und folge. Flieg in den Ofen. Los, 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 los. Ah, ja, 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 ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, kann ich dich so komplett rein. Ich muss dich natürlich auch zerlegen. So, was ich euch aber noch gar nicht gezeigt habe. Ich weiß, es wird heute jetzt eine lange Folge, aber hey, es ist neu. Ich muss mich wieder rantasten. Ihr könnt dann in der Zeit entscheiden, wie es euch gefällt. Das auf gar keinen Fall vergessen, in die Kommentare zu schreiben. Und ja. Immer wichtig. Vielleicht hat das ja eine von euch, eine oder andere von euch ja auch schon sich geholt und spielt es schon. Und kann mir dann da sagen, was er davon hält. Wie er sich zum Anfang angestellt hat. Was ihm noch fehlt vielleicht. So, ich weiß nicht, ob die jetzt da hinten gehören oder ob die jetzt in den Schmelzofen gehören. Wohin wollten sie die unten haben? Sieht gut aus. Salvage secured. Credits deposited. So. Dann, upsala. Bisschen Orientierung verloren. Ach ja. So. Jetzt mal wieder ein bisschen orientieren. Das ist halt diese Frage, woher dieses Nanocarbon hernehmen. Das ist eine Gruppe. Alles klar. So. Dann säbeln wir doch hier mal die Antenne ab. So.
nein. Antenne, hier bleiben. So, du gehst da unten hin. Und du bist Nanokörper und sagst mir. Salvage deposit accepted. Credits transferred. So. Na, willst du nicht mitkommen? Du willst mitkommen. Los. Okay. Er will sich bitten lassen. Na, dann bitte ich ihn halt ganz lieb und nett. Und zum Bitten, was habe ich dafür? Richtig, eine Schneidbrenner. So. Und bist du nicht willig, also brauche ich einen Schneidbrenner. Es ist gar nicht mal so unfummelig. Also. Könnte ich eventuell einfach hier so durchschneiden. Aber der Scanner sagt mir ja, strukturell Schnittpunkte. Okay. Versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es mal auf die liebe Art und Weise. Manchmal hilft ja reden. So, und sollte ich aber vielleicht erstmal ein bisschen nach oben schubsen. Einmal ein bisschen sinken. Nicht zu viel. Schubsen. Steigen. Und schubsen. Und selber nicht da reinfliegen. Ich könnte mir vorstellen, so rot wie das ist, dass das eventuell warm sein könnte. Ach, komm schon. Valuable component incinerated. Penalty has been applied. Oh, das war anscheinend nicht richtig. Gut, naja, dann weiß man das jetzt. Ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, woher ich herausfinden kann, wo was genau hingehört. Also, wo jetzt ein Triebwerk hingehört. Und wo jetzt dann halt diese Nanokarbon und sowas hinkommt. Weil scheinbar war das ja verkehrt. Dann versuchen wir es einfach mal beim Prozessor. So. Du kommst, ja. Okay, du bist kurz vorher angehalten. Die Masse ist schon klar. So. Ja. Und weg mit dir. Hopp. Bewegung, hopp. Das geht schneller. So, sehr schön. Salvage secured. Credits deposited. So. Gut. Oder auch nicht, weil sie ja böse mit mir waren, dass ich das falsch zugeordnet habe. Wir versuchen es mal in den Prozessor reinzuschubsen und gucken, ob es da besser passt. Also ihr dürft mir gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ich blind bin und es irgendwo steht. Scannen vielleicht? Valuable object processed. Credits awarded. Yep.
Okay. So. Aluminium. Ja, aber ich kann auch den Bergungsauftrag jetzt gar nicht mehr erfüllen. Was soll denn der Blödsinn jetzt? Warum habe ich den jetzt noch? Doch, kann ich noch. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich das abgetrennt bekomme. Alles klar. Sehr schön. Mohaha, mohaha. Ich bin Profi. Erstmal das Aluminium. Aber die Musik ist auch ganz nett. Mal gucken, ob das Video geclaimt wird. Weil ich habe keine Ahnung, wie es mit den Musikrechten aussieht, ehrlich gestanden. Nein, 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 das ist zu warm, das ist zu warm. Deposit accepted. Das ist zu warm, das ist zu warm, das ist zu warm. Da wollte ich doch gar nicht hin. So. Wir hatten doch hier irgendwo noch Carbon. Ja, Nano-Carbon-Verkleidung. Kriege ich dich irgendwie ab? Hm, so nicht, okay. Kriege ich dich denn irgendwie anders ab? Zum Beispiel. So. Nehmen. Ups. Warum habe ich das Gefühl, dass du nicht dahin fliegst, wo ich sage, dass du hinfliegen sollst? So. Das läuft doch besser. Processing valuable object. Credits awarded. Sehr schön. Wir haben's. Wir haben's. Ich bin Profi. 26? Was? Wirklich? Das könnt ihr mir doch nicht antun. So. Gut. Sie können und Sie haben es mir wert. Alles klar. Nano-Carbon-Verkleidung gehst dahin. Du, Aluminium, gehst dahin. Hopp. Ah, la, 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 la. Ich würde ja wirklich interessieren, ob ich der Einzige bin, der sich so bucklig anstellt. So. Aber es macht Spaß. Lustigerweise macht es Spaß. Also. Ich habe mir von vornherein gedacht, dass es nicht unlustig ist. So wird es jetzt nicht klingen. Nice job, Cutter. Na, ich dachte gerade. Get back to your halves and your shift and spend them shiny new Lynx tokens on upgrading your gear. We wrap. So. Werden wir auch gleich machen. Und damit beende ich dann auch diese Folge. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich es mir... Ich hatte ein bisschen Sorge gehabt, wenn es jetzt vielleicht... Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt an. Dass es halt eher zu actionlastig ist mit überall Explosionen und bla, man kommt nicht zurecht und ähnliches. Finde ich aber jetzt aber gar nicht. Ich finde das sehr entspannt. Also gerade jetzt so für nach Feierabend und solche Sachen würde ich das... nach aktuellem Stand, wir sind ja noch nicht sehr weit, wirklich empfehlen. Macht Spaß. Man kann es so ein bisschen nebenbei machen. Die Musik ist so ruhig, so läuft vor sich hin. Also, Hut ab. Nice. Gefällt mir wirklich gut. Aber
damit ist diese Folge auch beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auf jeden Fall, und das bitte nicht vergessen, in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ja, dann kriegt ihr davon auch eine ganze Menge mehr. Oder ob ihr sagt so, boah, nee, eigentlich nee, nicht so. Es ist gar kein Thema, ihr müsst es mir nur Bescheid sagen. Ja, ihr müsst mir nur Bescheid sagen. Und dann kann es weitergehen. Ich werde jetzt trotzdem nochmal ein, zwei Folgen mehr aufnehmen. Einfach im Vorhinein. Das kann dann passieren, dass ihr die noch sehen werdet, auch wenn ihr sagt so, oh, nö, lass mal. Aber ansonsten, ich lese das schon und Lumi wird mir dann auch Bescheid sagen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und je nachdem, wann ihr es seht, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.